So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen. Willkommen zurück zu Kingdom Hase Deliverance. Wir suchen immer noch die Banditen. Oder vielleicht suchen die Banditen uns. Wir wissen es nicht so genau. Das ist ein richtiges Holzfällerlager. Das werden nicht Banditen sein. Das sind Köhler. Dann können die eigentlich ja nur hier links den Weg hoch irgendwo hocken. Aber den hätten wir doch gesehen. Hirsche. Wo sind eigentlich diese beiden Wege? Direkt vor uns. Okay. Aber hier sind sie auch nicht. Na gut. Vielleicht hier? Das wird die Hütte sein, wo er sich versteckt, kann es sein? Aber nördlich der Wälder. Also, das würde nicht passen. Oder die meinten nördlich der Wälder von... Nee, eigentlich zwischen Uschitze, nicht? Und Thalmberg, haben sie gesagt, nördlich. Also hier waren sie nicht. Hier waren sie nicht. Hier waren sie nicht. Können eigentlich jetzt nur noch an unserem alten Lager sein. Oder den Weg, na, aber da sind wir bis hier. Das heißt, auf dem Stück, aber dann hätten wir die von hier gesehen getriggert. Hier waren wir. Nur hier drüben halt nicht. Okay, dann machen wir erstmal in Ledetschko so ein bisschen Teufelsaustreibung, nicht wahr? Wir müssen noch zu irgendeinem Grab und irgendwas besorgen. Grabblumen oder so. Dann können wir da nämlich schlafen und wir haben auch noch eine Rechnung offen mit dem Würfelspieler. Der hat uns ganz schön beschissen. Oh. Ich dachte, das ist ein Unfallort. Ja. Da war der Hof, nicht? Der brennte noch. Der brannte noch. Der brennte noch. So, wo ist denn der Friedhof bei denen? Hier. Das könnte ein Grab. Ah, nee. Das ist ein Heuhaufen. Wo haben die denn ihre Kirche? Unerforschter Ort. Okay, interessant. Ach, der Detschko ist da. Wir sind bei Neuhof. Okay. Was verbirgt sich hier hinter? Bestimmt ein Jäger. Nee, Kräuterhexe. Was hat der hier so für schöne Pflanzen angebaut? Nichts, was wir ernten dürften. Außer Salbei. Sei gegrüßt. Was brauchst du?
lass uns handeln. Ich suche nach Köhlern in der Gegend. Weißt du, wo es in der Gegend um Neuhof Köhler gibt? Im Wald unterhalb von Andreas Wirtshaus sind welche. Wenn sie sich besaufen, muss er sie nur den Berg runterrollen und schon sind sie zu Hause. Ist es so, ne? Ja, ein Katzensprung. Danke. Okay. Aber die... Gott behüt dich. Achso, da war noch ein Spruch. Nee, ich suche nach Köhlern. Okay. Gott behüt dich. Ja, wow. Das heißt, Bildstock und Kräuterkundler war hier nur. Ey. Mann, diese Büsche. Die Büsche sind die Straßenlaternen von GTA. Es hing mit seinem Arsch fest. In GTA Vice City bin ich immer gegen Laternen gefahren und die waren immer so widerstandsfähig. Die sind einfach nicht umgekippt. Was haben wir hier? Waren wir hier schon? Hier waren wir auch noch nicht. Hier gibt's auch nichts. Ist auch kein Unfallort. Einfach nur eine alte Hütte. Kommt man auch nicht rein? Okay. Ja. Also wo ist denn Ledetschko? Da in die Richtung. Ja. Aber da ist Thalmberg. Okay, muss es da Richtung Westen sein. Ja. Auf den Feldern verreite ich mich immer. Da könnte man Honig sammeln. Honig brauchen wir aber auch jetzt gerade nicht. Hier ist ein Weg. Weg ist gut. Hier ist kein Weg mehr. Weg ist nicht mehr gut. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh 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 oh. Das gefällt mir hier gar nicht. Jetzt kommen wir aber auch nicht mehr hoch. Ungünstig. Wir sind hier an der Steilkante. Kommst du vielleicht doch wieder hoch? Wir suchen den Weg lieber runter. Am Fluss entlang oder so. Hier ist einer. Sehr gut. Da ist er. Ja. So, wo sind wir jetzt gelandet? Ah, richtig. Okay. Ja. Interessanter Ort. Okay, kommen wir später wieder. Wie geht's rüber? Wartet mal. Müssen wir rüber? Wir müssen gar nicht rüber. Ja. Oh, Steilwand. Reiten erhöht. Neuer Spezialpunkt. Sehr gut. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Vielleicht gehen wir darauf, dass das Pferd nicht zu viel scheut oder so. So. Mit irgendjemandem in der Fleischerei sollten wir reden, nicht? Mein Gott, du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ja, sorry.
Ich hörte, ihr spukt es. Kunhuta, die Kräuterfrau, schickt mich. Ich bin hier wegen des Geistes. Du siehst nicht aus, als wüsstest du irgendwas über Geister. Warum ist sie nicht selbst gekommen? Du bist doch viel zu jung. Weißt du überhaupt irgendwas über Austreibungen? Super. Ich weiß, was ich tue. Sie ist alt und leidet Schmerzen. Die Reise ist zu beschwerlich für sie. Ich weiß, was ich tue. Ich hoff's. Dann mach dich an die Arbeit. Ich muss noch einige Dinge wissen. Mir wäre es lieber, wenn du gleich anfängst, aber natürlich. Ich habe keine Wahl. Frag nur. Ja, vielleicht, wo liegt der? Wessen Geist erscheint dir? Sein Name war Alois und er hatte einen Hof bei Ledetschko. Vor einigen Jahren verbrannte sein Haus und er gleich mit. Ich hörte, wer so grausam stirbt, kehrt oft als rastloser Geist zurück. Wo liegt er begraben? Wo liegt Alois begraben? Für den Exorzismus brauche ich Blumen von seinem Grab. An der Mauer auf dem Sasauer Friedhof. Das Grab ist etwas überwuchert. Ich war einige Male dort. Als er mir zum ersten Mal erschien, ging ich hin, um zu beten, aber es half nichts. Oh, Sasau ist so weit weg. Oh Mann. Warum sucht er dich heim? Warum sucht er ausgerechnet dich heim? Woher soll ich das wissen? Vielleicht, weil wir Nachbarn waren. Sind zusammen aufgewachsen. Das ergibt wohl Sinn. Und was genau ist denn geschehen? Was genau ist vorgefallen? Es passiert immer nachts. Ein Geist erscheint mir und lässt mich nicht schlafen. Ich halte das nicht mehr aus. Okay, mehr Fragen habe ich nicht. Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Dann führe um Himmels Willen endlich das Ritual durch. Lebe wohl. Lebe wohl. Spiel gespeichert. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, gut. Aber wir müssten jetzt nach Sasau. Tja. Dann müssen wir also relativ weit reisen. Und ich würde gern ein bisschen mal endlich diese Quest abschließen, nicht? Aber die gestaltet sich schwieriger als gedacht. Na gut. Haben wir erstmal hier ihn übers Ohr. Gott sei mit dir. Würfeln. Ich habe heute ein paar Münzen übrig. Oh, Redekunst. Was Besseres als darum zu würfeln? 50, was? Nee. 15. Das machen wir, oder? Das schaffen wir. Bin schon gespannt, wie du wirfst. Ja. Ich auch. Zwei Einsen. Noch eine Eins. Denk mal nach, Mann. Du wirst alles verlieren. Ja, 400 nehme ich. Kein guter Start, aber 400 ist besser als nichts. Und er hat gezinkte Würfel. Die Sau. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Sind 750. Ah, nein! Ich wollte Q drücken. Oh, haben wir ein Schwein? War das nicht eine 1? Ah, shit. 750 verballert. Oh Mann, weil ich mich immer verdrücke mit F und E und Q. Das ist so intuitiv. Dann nehmen wir eben 500. Dann mache ich jetzt aber nicht weiter. Mann! 750 könnten wir mehr haben. So eine Scheiße. Das ärgert mich. Das war's. Zum Glück hat er nur 2 gezinkte Würfel. Oh! Der Ball, die Tausender hintereinander raus. Ja, also die Leute hier bescheißen auf jeden Fall ohne Ende. Super, und wir können immer nur so... Jetzt habe ich die richtige erwischt. Der braucht nur noch 1400. Das kriegt er doch in einem Wurf hier hin. Ja, klasse. Man kann's nicht erzwingen. Ja, ist also fertig. Jetzt müssen wir durchziehen. 1, 2, 3, 4. Hilft nicht.
Shit, ich muss das auch noch nehmen. Was also helfen mir die 400? An deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. 450, sind wir auf 2000. Was darf's denn sein? Ja, was hilft's mir? Lass mich wieder würfeln. Ja. Shit. Ich finde, man müsste die dann, ja, nicht mit ihren gezinkten Würfeln zur Rede stellen. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das hilft mir auch nicht. Jetzt so vier Einsen oder sowas wäre halt cool. Jetzt vier Einsen. Vier Einsen, vier Einsen. Lass mich wieder würfeln. Wir haben einfach kein Glück. Ich meine, er ist eh fertig. Ach Mann, du wirst alles verlieren. Naja. Aber mit den 750, den 450 und dem 500 hätte ich vielleicht gewinnen können, nicht? Die 750 waren... Geld. Waren unser Problem. So eine Scheimkleister-Sache hier. Ich will nicht nochmal gegen ihn spielen. Guten Abend. Können wir uns nicht hier ein Zimmer dauerhaft? Hast du ein Bett für die Nacht? Ich glaube, das kostet hier nicht so viel. Da lässt sich sicher etwas finden. Für wie lange? Für mehrere Nächte. Kann ich gleich für mehrere Nächte zahlen? Kein Problem. Aber du bezahlst im Voraus. 200 Falschen. Das ist ziemlich viel. Können wir verhandeln? 180? Den Humpen hierher. Zufrieden? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Oh, kommt aber gut entgegen. Du hast das Zimmer ganz für dich. Jawohl. Keiner wird dich stören. 15 gespart. Das sind die wir gerade beim Würfeln nämlich verloren haben. Natürlich. Ein neues Zuhause. Sehr gut. Okay, wir legen mal die 10 Dinger hier ab. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? 10 Mohnblumen. Weil wir werden die Quest jetzt erstmal nicht weiter verfolgen. Weil es doch sehr weit weg ist. Und Sasau, da kommen wir später hin. Ja, und dann müssen wir uns erstmal heilen. Jetzt haben wir wieder 100 Gesundheit. Können die letzten 10 Minuten können halt so langsam sein, nicht? Das wäre viel besser. Anstatt halt die gesamte Zeit. Tada! Ein neues Zuhause. Ja. Wissen wir. Keiner will würfeln. Waschen sollten wir uns vielleicht einmal. Und jetzt suchen wir die Banditen. Oh, es ist echt dunkel, wartet mal. Ich will den gar nicht. Ich wollte eine Fackel ziehen. Hallo? Danke. Ja. Wir müssten ja eigentlich die Banditen ja auch sehen. Ich denke mal, die sind bei unserem alten Lager. Oder südlich davon. Viel mehr bleibt ja wirklich nicht. Oder die ziehen umher. Dann ist natürlich Zufall, ob wir sie finden.
Oder wir müssen irgendwo laufen und triggern sie. So, hier könnten sie... Nee, aber was ist denn das hier? Ach, eine Falle! Ja, ja, das ist irgendeine Falle, nicht wahr? Hoffentlich nicht für uns. Ist noch ein ganz schönes Stück. Schnellreiseort? Okay. Einfach im Nirgendwo? Na, warum nicht? Ich bin kein Fan von Schnellreisen. Da müssen wir hin. So, hier irgendwo bei der Hütte hatten wir angefangen. Oder aufgehört eben. Was hier? Ach, das sind die fliegenden Steine wieder. Na gut, auf zu unserem alten Lager. So, in Wäldern kann ich mich richtig gut orientieren. Aber an anderen Stellen funktioniert es nicht. Gerade auf Feldern nicht. Also zumindest hier im Spiel. Okay, hier sind wir am äußersten Rand. Da ist unser altes Lager. Ich sehe niemanden. Nee. Auch hier sind sie nicht. Ah, wir haben Hunger, wir essen mal was. Hatten wir was in der Kiste übrigens gelassen? Nee. Wäre wahrscheinlich eh schon verschimmelt. Und hier sind sie auch nicht. Na gut, dann laufen wir mal. Vielleicht triggern wir sie irgendwie anders. Aber ein Zelt haben wir nicht gesehen.
Stimmen im Wald haben wir auch nicht gesehen. Da drüben ist unser Pferd. Oder? Ist doch unsers. Ja. Und das führt wieder zu diesen geteilten Wegen. Vielleicht sind sie ja jetzt da. Oder muss ich irgendwas machen, um das zu triggern? Irgendwas dabei haben? War eigentlich nicht. Oder ich muss... Na, aber wir waren ja nachts hier. Er soll einen erkannt haben. Da sind sie. Mit dem Finger auf andere zeigen können. Und wenn schon, bald kann er sowieso nur noch auf einen Haufen vergammelter Leichen zeigen. Und was, wenn es nicht so läuft, dass sie uns einfach finden und ihm den Schädel einschlagen? Verdammt. Hab ich dich. Verdammt. Ah, verdammt. Mehr hast du nicht drauf. Oh. Verdammt. Oh. Du wirb. Hallo. Er zieht auch seine Waffe manchmal nicht. Er hat seine Waffe nicht gezogen. Es. Ich drück Waffe ziehen. Waffe ziehen. Er zieht seine Waffe nicht. Das ist einfach so. Oh! Spiel. Weil Waffe ziehen. Achso, ups. Falscher Spielstand. Ja. Bla bla bla. Ich muss mal die alten Spielstände löschen, nicht wahr? Ruheloser Geist. Oh Mann, und jetzt ist halt die Scheiße, dass man davor nicht speichern kann ohne weiteres. Oh Mann. Ach doch, richtig. Jetzt müssen wir da wieder immer hinreiten, nicht, wenn irgendwas schief geht. Jetzt wissen wir aber, wo die spawnen immerhin. Aber warum die da die letzten 3 Tage nicht da waren, ist komisch. Weil wir waren da so oft nicht. Wir sind ja erst gerade dran vorbei das letzte Mal. Also irgendwie, merkwürdig. Ich guck mal, ob wir südlich schneller... Wow. Okay, also südlich kommen wir auch nicht schneller. Komm. Ach komm, leck mich fährt. Das sind die Momente, die das Spiel halt so nervig machen. Ich finde, es muss halt einen Autospeicherpunkt geben, wenn man in die Nähe von sowas kommt. Dann wäre schon super viel geholfen, nicht? Oder kurz bevor ein Kampf losgeht oder man in den Kampf eintritt. Sodass, wenn was schief geht, dass man noch wenigstens die Möglichkeit hat, zu laden und wegzurennen zum Beispiel. Aber so verliert man einfach Spielzeit, ärgert sich und irgendwann hat man so, boah, jetzt zum 4. Mal zu dem Banditen reiten, oh, da habe ich keinen Bock drauf, nicht? Und dann macht man es irgendwann nicht und hört mit dem Spielen. Wow. Okay, Buggy die Bug. Wir haben die Welt von unten gesehen. Ja, und hört dann aber mit dem Spielen auf, nicht? Auch sowas hier. Wenn man sich einmal festgefranst hat. Pferd. Danke. Nee, also das ist auf jeden Fall keine gute Lösung. Und beim zweiten Teil wollen sie das auch so übernehmen. Also dann werde ich es auch nur als freies Spiel spielen, nicht? So ein bisschen rumreiten, gucken,
paar Nebenaufgaben machen. Na, der ganze Zeit ist dieser... Oh. Dieses Hängenbleiben an irgendwelchen kleinen Sachen ist halt auch super nervig. Gut. Ich bin auch falsch abgebogen, aber manchmal ist die Steuerung halt so, dass man gar nicht schafft, nach links um den Zaun zu kommen und das rennt einfach rechts rein, nicht? Es ist halt ein bisschen realistisch träge. Ja, das macht das manchmal halt auch so unberechenbar einfach. Ja, wir müssen über den Berg. Und wenn ich jetzt einen Retterschnaps nehme zum Beispiel, dann bin ich nämlich super betrunken und dann kann ich auch nicht kämpfen. Also auch das System, dass man sagen kann, ja, du kannst ja einen Retterschnaps nehmen, funktioniert ja nicht, nicht? Also, ist es nett und lustig gedacht, nicht? Es hört sich so im Design, wenn ich das bespreche, ha, ein Retterschnaps, dann ist man betrunken, klingt funny, nicht? Aber im Spielprinzip selber ist es für den Spieler einfach nur ein nerviges Konzept. Und das muss man erkennen als Game Designer, dass es kein gutes Konzept ist. Nur weil Sachen gut klingen, sind sie nicht gut. Das ist so ein bisschen so wie heutzutage eigentlich alle Sachen, nicht? Es werden oft Dinge gemacht, die einfach gut sich erstmal anhören, aber wenn man wirklich drüber nachdenkt, eigentlich totaler Müll sind. Und dann fragt man sich so, muss das denn sein so? Und oft ist die Antwort nein, aber es wird halt so gemacht und da ist die Frage, wieso? Okay. Die müssten jetzt ja vor uns sein hier. Jetzt haben wir den Höhenvorteil von der Seite. Wenn sie denn da sind, müssten links von uns sein. Sind nicht da. Oder? Doch, da ist ein Käfig. Da hinten sind die. Oh oh, wir haben Rahmen aufgeschreckt. Verdammt. Sehr gut. Steckst du in der Scheiße. Eins. Du wirst leid. Jetzt haben wir die Axt. Nein. Ich schlachte dich ab! Ich will aus der Umklammerung. Oh, danke. Oh, lieber Gott. Ah, verdammt. Der haut uns richtig zu Brei. Der ist echt stark. Der kann auch gegenwehren. Ah, das werden wir nicht schaffen. Ich bin zu schlecht im Kampf noch. Wir haben zu wenig Ausdauer auch. Ja.
Und jetzt dürfen wir wieder hinreiten, nicht? Und wieder hinreiten und wieder hinreiten. Und das ist so das, der Moment, wo ich dann irgendwann auch sage, macht mir keinen Spaß. Ich hätte gerne Kämpfe so auf ultra leicht, nicht? Aber es darf halt auch nicht zu leicht sein. Aber so ist es mir halt auch zu nervig und schwer. Also, ich bin nicht so der Freund von so komplexen Kampfsystemen. Ich war noch nie gut in Hand-Augen-Koordination, nicht? Ich will einfach draufhauen können. Das ist so eher mein Stil. Klar ist es da nicht realistisch. Oh mein Gott. Aber mit dem Speichern ist halt auch super nervig. Weil ich glaube, so rum war er schneller. Also der eine, vielleicht müssen wir den anderen zuerst mit dem Pfeil treffen. Ich könnte natürlich eine Schnellreise versuchen. Warte mal, wir haben doch hier irgendwo einen Schnellreisepunkt in Thalmberg erst wieder. Na, oder in Neuhof. Aber es ist eigentlich alles fast gleich drei weit weg, nicht? Da ist, hier sind die Banditen. Ah, Neuhof ist so ein Mikrometer dichter dran. Das macht jetzt auch den Kohl nicht fett. Aber vielleicht müssten wir denn nicht um den Berg rum. Machen wir beim nächsten Mal. Und es wird ein nächstes Mal geben. Oh, diese Büsche. Und noch gemeiner ist es, wenn man auf dem Weg zu so einer Quest dann nochmal einfach durch so einen spontanen Überfall überfallen wird und auch niedergemetzelt wird von 6 Leuten oder so. Vor allem, wenn das Pferd direkt scheut. Sowas ist dann immer nicht so spaßig. Ja, ja, ja. Vielleicht müssen wir auch eine andere Taktik machen, ein auf. Knüpfen, wegreiten und dann nochmal wiederkommen. Dass wir die so ein bisschen auseinanderziehen. Das Problem ist, man hat halt doch nicht viel Optionen, was zu trainieren, außer viel Geld zu investieren am Anfang. Aber ich könnte halt Axtkampf jetzt nicht großartig hochbringen. Wir könnten einfach nur ja, Hirsche durch Zufall jagen und töten. Das wäre eine Option. Ich muss aufpassen, dass ich nicht direkt ins Lager renne. Steig mal lieber ab. Den anderen kriege ich von der Seite hier besser. Wo sind sie? Ich müsste mein Schleichen vielleicht ein bisschen mehr trainieren. Das könnte uns in solchen Situationen helfen. Oder wir kommen nachts und vergiften sie, aber dann sind sie ja nicht mehr da gewesen, ne? In die Richtung war es. Sind aber auch echt schwer auszumachen.
Die sind nicht mehr da, oder? Hier wären sie gewesen. Nee, da sind sie. Sind die immer woanders? Ah, nee, hier ist nochmal die Bucht. Okay. Der andere ist da. Wäre vielleicht gut, wenn du... Wer ist da? Wenn wir den vielleicht direkt im Rücken erwischen. Ich hab dich. Ja, aber den haben wir erwischt. Komm her, du Weichei! So. Soll er nämlich erstmal runterspringen? Das nennst du kämpfen? Ah, ich hab Kuh vergessen. Wir müssen auf unseren Rücken aufpassen. Soll das etwa alles sein? Ich werde dich finden, du elender Hund. Was ist los? Komm schon! Ah, wir haben... Okay, ich muss mich... lösen. Dich doch. Jesus. Jawohl. Ah, verdammt. Oh. Hat er einfach zwei Treffer gelandet, obwohl ich Q gedrückt habe. Und wieder laden. Oh, ich hasse diese Situation. Vielleicht kämpfen wir einfach betrunken oder sowas. Weil es macht irgendwie absolut keinen Spaß, nicht so. Und Schnellreise ist ja auch nicht wirklich Schnellreisen. Nicht? Schnellreisen. Von hier aus kannst du nicht Schnellreisen. Okay. Kann ich von hier Schnellreisen? Nicht, Schnellreisen bedeutet ja nur, wir reisen trotzdem, nur nicht selber. Also, und dann gibt es noch Zufallsereignisse. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher. Kampf. Schlacht beobachten, nicht einmischen. Also können wir vielleicht ein bisschen trainieren. Itt épp egy malacka tévedt a disznóölésre. Ah, verdammt. Oh. Jawohl. Ah, verdammt. Jawohl. Okay, er gibt auf. Er gibt auf. Ah, wir haben keine Pfeile mehr. Ah, verdammt. So, wo ist der andere? Ah, verdammt. Ah. Oh. Oh. Vor allem, wer hat da gegen wen gekämpft? Jawohl. Ah.
Übel. Au, 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 jetzt hat er uns getroffen. Nee, okay. Also, schnell, ups, Schnellreise ist auch nicht so die Option, nicht wahr? Mann, Mann, Mann. Das ist Kacke. Das heißt, wir müssen selber reisen und ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns bei den Banditen wieder. Bis gleich.